Washington Square. Transfer is available to the A, C, D, and E. Klein war, noch im Kindergarten, wurden wir immer gefragt, so im Sozialismus, was willst du denn mal werden? Und damals war meine Standardantwort immer Wissenschaftler. Und da haben wir mal auf die Schulter gehauen und gesagt, Erik, das ist gut, Wissenschaftler, du kannst Dinge in Sozialismus weiterbringen, du kannst auf dem Weg zum Kommunismus einen wertvollen Beitrag leisten. Und da habe ich dann gesagt, ja, nee, nicht so Wissenschaftler wie ihr meint. In meinem kindlichen Verständnis war ein Wissenschaftler jemand, der mit einem Tropenhelm irgendwo Sachen ausgräbt und forscht und irgendwie Erde bewegt und mit Pinseln Sachen freilegt. Und das hatte bei mir wahrscheinlich damals auch eher so einen kindlichen Abenteueraspekt. Und wenn man mich mit dem Wissen von heute damals gefragt hätte, was ich mal werden würde, dann hätte ich damals wahrscheinlich schon Künstler gesagt.
Ja. Es gibt halt keine Grenze so richtig. Du kannst eigentlich machen, was du willst, solange die Kunstwelt darauf reagiert. Also wir sind beide die Regisseure des Films und gleichzeitig auch schauen wir uns dabei eigentlich zu. Wir machen ein Experiment, einen Selbstversuch. Ja, genau. Genau. Also wir sind jetzt tatsächlich diese Forscher, die pinseln. Und also wir pinseln eigentlich, also... Pinseln den Staub von uns selber ab. Naja, die anderen sind eigentlich unsere Pinsel. Nicht unbedingt, die wissen, also die das pinseln nicht. Halt ihre normalen Bewegungen. Und was wir eigentlich machen ist, also so wie man ein Auto durch die Backstraße... Genau, die rollen die ganze Zeit, wie sie halt gehen. Und man muss das Auto jetzt so durchmanövrieren, dass man dann am Ende ist. Sauber und klar. Und glitzert. So, das versuche ich ja noch innerhalb des Films zu erreichen. Ich habe mich da hineinbegeben. Ich führe die Interviews auch so, lege sie so an, dass sie mich weiterbringen, dass ich bis zum Ende des Films ein zukunftsträchtiges Kunstwerk zumindest konzipiert habe. Ja, aber du darfst eine Sache nicht vergessen und das ist... der Tag danach, das ist einfach fertig, weißt du, es ist fertig gedacht, es ist vielleicht sogar verkauft, es findet statt. Ich kann mir auch ganz schlecht vorstellen, wie du, sag ich jetzt mal, mit einem Bauplan in der Hand an dem Berg dann stehst und irgendwem die Anweisung dann gibst, siehst du gar nicht. Ich kann ja das Kunstwerk ich kann es ja nur verkaufen, bevor es überhaupt realisiert ist. Gut, das Problem, was wir haben, was ich jetzt sehe für den Film ist, der Film ist irgendwann zu Ende. Und was da jetzt in dir grummelt und du, ja? Das kriegt ja keiner mit. Du siehst aber immer noch genau wie am Anfang des Films aus. Du gehst noch genauso, du hast noch dieselben Sachen an und neue Kunst ist auch noch nicht geschaffen worden. Ich habe einfach Teile meiner Persönlichkeit, die ich mir nicht ausgedacht habe, die einfach so ist bzw. sich dahin entwickelt hat, die habe ich ja immer versucht wegzudrücken irgendwie, weil ich mir über die Wirkung ganz schlecht im Klaren war. Ich bin nicht der mit dem bunten Hut, sondern ich bin wahrscheinlich der mit dem Gewehr, der die Farbkugeln auf Leute schießt. Oh. Ihr müsst mal Luft hier reinlassen, hier ist keine. Ihr werdet alle draufgehen.